So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Folge Nummer 2 auf der umgebauten Winsbach vom Nick. Jawohl. So, wie gesagt, ne, ich habe jetzt mal ein bisschen Radio hier angemacht. Und zwar hören wir den Country-Sender. Ich will mal gucken, ob das irgendwie, ob da einer meckert oder nicht oder wie oder was. Ja. Gucken wir einfach mal. Ja. So, ich habe gerade den Grubber zurückgebracht. Ne, wir hatten ja in der letzten Folge gerubbert. Das heißt, wir können die rundum tüdeln und wieder ausmachen. Das heißt, wir holen jetzt mal den Tieflader. Fahren hier hin. Und dann kann der Fendt nämlich pressen. Und wir können die Rundballen aufladen. Hoffentlich klappt das ohne Komplikationen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Rundballen, so schön und gut, wie es auch ist, ne? Aber genauso nervig sind die Kisten auch, ne? Die sind halt einfach magnetisch. Ja. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, da hinten ist der Tieflader. Weil ich vermute, dass das ein, zwei mehr werden. Oder wir könnten natürlich den HW80 nehmen, ne? Das ist doch ein HW80, oder? Jetzt bin ich gerade selbst verwirrt. Wieso bin ich denn jetzt verwirrt? Natürlich ist es ein HW80, habe ich doch gesagt. Ja. Hier gibt's den. Ich mache Licht extra an. lspitstop.com. Video anhalten, Adresse eingeben, weiter gucken. Ja. So einfach geht das hier. Oder wir nehmen natürlich diesen hier, aber ich glaube, der kleine reicht uns, ne? Wir nehmen den kleinen. Das war mit Sicherheit die falsche Entscheidung. Wir nehmen ihn trotzdem. Gib her. Ich überlege gerade. Ja, wir nehmen uns die andere Gabel mit. Die Bescheißergabel. Ich glaube, das könnte das Ganze dann doch noch etwas erleichtern. Dann nehmen wir hier einmal die Bescheißergabel mit einfach. So. Ab geht der Peter. Das ist doch ein schönes. So ein schönes Gefährt, oder nicht? Hm? Oh Gott! Da hätte ich bald das Silo eingerissen. Guck mal, ist doch gut, ne? Mit bisschen Musik. Ich hoffe nur, dass da keiner was dagegen hat. Von den GEMA-Freunden. Die GEMA-Freunde. Ja. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Wir fahren einfach mal da runter, bleiben hier auf dem Feldweg stehen. Oder was auch immer das für ein Weg ist. Brrr. Gut. Motor aus. Guck mal, der kann real aussteigen, wa? Zack. Und Tür zu. Jawohl. So. Oha, hier läuft sogar der gleiche Sender. Da, guck an. So, Handbremse raus. Und dann wollen wir mal die Ballenpresse starten. Einmal ausklappen. Einmal Röder. Und Abfahrt. So, mal gucken, ob da was war hier. War das noch mit Z, ne? Ich glaube, mit Z ist ausladen, ne? Ja, mit Z. Ach so, warte mal, der kann doch selber ausschmeißen, oder nicht? Ah, falscher Knopf. Ich habe ja hier dieses automatische Auswerfen der Rundballen drin. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, so, Pickup hoch. Und wieder runter. So,
Und dann bin ich. Achso, noch weiter. Bin ich ja mal gespannt. Achso, anhalten muss ich natürlich trotzdem. Aber gut, dann können wir zurückfahren. In der Zeit schmeißt er raus, oder was? Aha! Da ist die Krone Ultima natürlich deutlich im Vorteil, ne? Mit der Vorpresskammer, Hauptpresskammer und so. Da kannst du schön weiter. Das erspart natürlich einiges an Zeit, ne? Einiges an Zeit und Knöpfedrückerei hier. Und Getriebesand. Ja, das spart ja ordentlich Getriebesand. Man muss dann nicht mehr vor und zurück. Autosave, dankeschön. So, Tüdel raus, das Ding. Ja, läuft doch. Bin ich nur aufs Verladen gespannt. Wenn das auch so easy läuft, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass da was nicht funktionieren wird. Ja, ansonsten Frage, was sagt ihr so zum Contest? Lohnt sich das Ding eurer Meinung nach? Habt ihr was Geiles für euch gefunden? Oder sagt ihr, nee, also so richtig umgehauen hat mich jetzt eigentlich gar nichts, ja? Oder, ja, was ist euer Schmuckstück aus dem Contest? Das würde mich tatsächlich mal so interessieren, ne? Und nebenbei sammeln wir mal einen ganzen Schwad auf, wenn es geht. Das würde mich mal interessieren, was so euer Ding aus dem Contest ist, ja? Und seid ihr mehr so für die Karten, die es da gibt, oder für einzelne Mods, Fahrzeuge, Gerätschaften, Anhänger oder sonst irgendwas? Schreibt doch mal rein. Interessiert mich wirklich. Tja, und so fahren wir hier rum mit Country Music an Bord. Ja. Nichts und niemand kann uns aufhalten auf dem Weg zu unserem Ballenreichtum. Tüdel raus. Bisschen nervig ist das, ne? Aber ich finde auch irgendwie Rundballen cooler. Ich weiß auch nicht. Ich habe da immer so eine Phase, ja? Den einen Tag, oder nee, das ist nicht mal tageweise, das ist echt lange eigentlich. Die eine Zeit lang habe ich echt richtig Bock auf Rundballen, ne? Und dann gehen sie mir aber so auf den Sack, dass ich sage, ne, nur noch Quaderballen. Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, ne? Ich meine, das Stapeln geht ja. Wir haben eine Bescheißergabel und so. Ne? Mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wir machen mal hoch. Wir fahren mal hier die Querbahn. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, ich denke immer, wenn das lospiept, dass er fertig ist. Na, noch ein bisschen. Ja, das, was er nicht ganz mitkriegt, das grubbern wir eben unter. Ich gehe jetzt hier nicht mit der Hake rüber und sammle hier alles auf. Nö, 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 nö. Kriege ich den hier? Ja. dann möchte ich den Kleinen da gerne haben. Jawohl. Ja, Kühe haben wir auch, ne? Also, wir haben ja schon Kühe. Das heißt, wir brauchen das Stroh hier tatsächlich auch. Also, das ist nicht hier, weil gerade nichts zu tun ist oder so. Ne, wir brauchen tatsächlich auch das Stroh, ne? Und zu tun haben wir eigentlich genug. Zum Beispiel den Schwad richtig treffen. Ah! Ich wollte den gerne hier haben. Ey, rollst du jetzt weg? Halt! Stehen bleiben, du sollst. So, mal ordentlich mit dem Stiefel gegengepaart. Schon löppt das.
fahren wir den Schwatt nochmal hier. So, ich glaube, wir machen erstmal ein Bild, oder? Ich habe noch gar kein Bild. So, und... ja, vielleicht ohne Country Radio, hä? Wie wär's? So, dann machen wir mal hier. Und Druck. Jawohl. Das haben wir. So, den Schwarz nicht, aber das macht nichts. So, dann drehen wir hier mal eben. Seh nix. So. Ja, sehr geil. Schmeiß ab. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es den Fan gibt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber die gibt es ja wie Sand am Meer im Internet. Die 900er Favorit. Wir haben uns den nur ein bisschen bearbeitet, ne? Dass hier keine Flackertexturen mehr sind und so. Aber den gibt's, ach, den gibt's ja überall, das Ding. Nur schon mal vorsorglich, ne? Auch wenn die Leute jetzt sowieso nicht mehr gucken, die nach Mods suchen. Aber trotzdem, ne? Ich hab's gesagt. Kommt doch schon was zusammen, du. Hey, siehst du, hätte ich doch mal den großen Tieflader genommen. Aber gut, wir können. Ach, guck mal, da hinten liegt auch einer. Wo kommst du denn her? Oha. So weit kriege ich den gar nicht weggepärt mit dem Stiefel. Na toll. Ja, was sagt ihr eigentlich? Sollen wir die Franken auch wieder spielen hier auf YouTube? Oder was sagt ihr? Oder sollen wir die auf Twitch belassen? Ich hätte nämlich fast gesagt, dass wir die Franken auf Twitch lassen. Ja? Warum? Ganz einfach. Ganz einfache Erklärung. Wenn ich jetzt hier mit der Franken spiele, da weiß von den YouTube-Jungs, weiß ja keiner, hä, wie kommt der denn jetzt, was weiß ich, an Feld 30? Wieso hat er das gekauft oder und vor allem, wo hat er überhaupt die Strohballen alle her und so, ne? Es kennt ja dann von YouTube niemand den Fortschritt halt, ne? Es sei denn, ihr guckt auf Twitch vorbei, ja? Aber, wir sind auf der Franken auch schon ziemlich gut dabei, ja? Und deswegen wäre das vielleicht ein bisschen blöd, ne? So mitten im Spielstand quasi, ja? Dann hier anzufangen, ja? Hier auf der Winsbach habe ich nur so ein paar Vorbereitungen gemacht, ne? Jeder weiß, was los ist, habe ich in der ersten Folge erklärt, ne? Dass wir da ein paar Ballen gepresst haben, bisschen Kartoffeln, bisschen Rüben und so, ne? Das ist ja Start-Equipment, sage ich mal, ne? Da ist nicht großartig jetzt was passiert, ja? Ich habe den Startfuhrpark verkauft, habe mir hier meine Sachen hier gekauft, ne? Und mehr ist nicht passiert, ja? So, auf der Franken ist aber dennoch schon einiges passiert, ja? Und da kommt man aber rein, so wenn man mal so einen Stream guckt oder so, ne? Aber das ist halt in der 15-Minuten-Folge schwierig. Schwierig. Da würde ich wahrscheinlich erstmal 3 Folgen lang nur erklären, ne? So, schmeiß raus. Keine Zeit hier, ich wollte eigentlich noch verladen heute. 13.57 Uhr, naja, ist auch noch Zeit heute, ne? Jawohl. So, dann haben wir ja eh schon den letzten Schwatt hier. Ach nee, da hinten ist noch einer. Ganz rechts ist noch einer. Oh, den kriegen wir auch noch klein. Hab mal keine Angst. Den Schwatt machen wir auch noch rund. Den machen wir sowas von rund. Der kann Schwatt rund machen. Ich sag dir das. Die geile Katrin Mocke, Mann. Na, dann kriegen wir doch noch einen Ball raus. Wollen wir das da hinten noch aufsammeln? Ja. Quatsch mich mal nicht voll. Dann rumgepiepse hier.
Und voll. Okay, passt. Den Rest grubbern wir unter. Weil ich habe gehört, man sollte das nicht in der Presse lassen, ne? Dann machen wir das auch nicht. So, du bleibst irgendwo denn da liegen. Okay, gut, dann bringen wir mal eben einmal Pickup hoch, einmal zusammenklappen. So, dann bringen wir mal eben einmal die Presse weg. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mit den Ballen anfangen. Das kann ja noch heiter werden jetzt. So, hier wohnt die Presse. Genau. Die hat eine unheimlich kurze Deichsel. Unheimlich kurz. Aber ein versierter Fahrer, wie ich bin, steht die Presse natürlich 1A hier drin. Ja? Oh, der kann reimen. Den lassen wir mal eben hier stehen. Hier stört er nicht. Und dann gucken wir mal eben zum Johnny. So, wir lassen den hier stehen. Fahren hier aufs Feld. Und in der nächsten Folge, ja, werden wir dann mal versuchen, hier die Ballen zu stapeln. Ne? Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen. Würde mich natürlich darüber freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir. Ja, fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ja, es war mir eine Ehre, wieder für euch aufnehmen zu dürfen. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Mockout, bis dahin. Tschüss.